Geschichte über den Flying Officer Alex Bone. Also, wir möchten uns auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung. Hier der Michael Christian mit seiner Filmkamera, der das Ganze immer begleiten tut. Und vor allen Dingen das Sponsoring von Brigitte B.'s Küchenkultur aus Grünstadt. Uwe Benkel spielt nicht mit Fliegern, er gräbt sie aus. Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg. Englische, amerikanische, deutsche, ganz egal. Es geht ihm um die vermissten Piloten wie Alex Bone. Der stürzte 1943 über der Pfalz ab und wird seitdem vermisst. Das will Uwe Benkel nicht akzeptieren. Er forscht nach, er gräbt und erfindet. Angefangen hat es als Hobby, mittlerweile ist es aber schon zu einer Lebensaufgabe geworden von mir. Ich meine, ich bin selbst noch voll im Berufsleben. Und das hier ist also mehr oder weniger ein Hobby, Freizeittätigkeit, die ich eigentlich nur mit der Unterstützung meiner Familie durchführen kann. Sowie mit der Unterstützung unserer Mitstreiter. Auslöser war die Flugzeugkatastrophe in Ramstein im Jahr 1988. Wo also diese italienische Kunstflugstaffel hier zusammengestoßen ist. Und da gab es ja fast an die 100 Tote. Ich war dann wenige Tage später auch an der Absturzstelle selbst gewesen, habe mir das angeguckt. Da lag also noch alles rum, verbrannt, Zelte haben noch rumgestanden und so weiter. Und das hat mich natürlich auch sehr, sehr schockiert und auch schwer beeindruckt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann also auch erfahren, dass man hier Überreste gefunden hat von Toten, die man also nicht mehr identifizieren konnte. Später, bei einem England-Besuch, schaut sich der Flugzeugnarr auch Museen der Royal Air Force an. Zum ersten Mal beschäftigt er sich mit dem Schicksal vermisster Piloten und deren Angehörigen, die nicht wissen, wo sie trauern können. Heltersberg mitten im Pfälzerwald. Von hier aus recherchiert Uwe Benkel. Per Internet. 2 Jahre lang suchte er intensiv in allen möglichen Quellen nach der Absturzstelle des englischen Lancaster-Bombers von Alex Bone. Mit Erfolg. Jetzt endlich hat der Vermisste ein Gesicht. Das ist der Flying Officer Bone. Dieses Foto habe ich vom Bruder des Piloten bekommen. Das sind Fotos der übrigen Besatzungsmitglieder. Alle tot und verschollen. Die Mitarbeiter vom Kampfmittelräumdienst sind praktisch mit so einer Sonde drüber gefahren. Also wie es hier aussieht, scheint also hier in dem Bereich wirklich ein großer Eisegegenstand zu sein. Wäre also möglich. Die Suche nach der Absturzstelle konzentriert sich schließlich auf einen Acker in der Nähe von Laumersheim. Hier ist am 17. April 1943 ein Bomber abgestürzt. Meter für Meter geht Uwe Benkel das Grundstück ab. Die Sonde schlägt komplett ganz aus. Hier schlägt sie mal wieder hoch und hier geht es wieder rein, hier schlägt sie wieder um. Sie ist also ganz, ganz unruhig. Denn Flugzeugtyp und Datum passen zur Maschine von Bone. Unterstützt wird er von einem Freund, der das gleiche Interesse hat. Vermissten Schicksale aufklären. Rolf Krämer, der Grundstücksbesitzer, ist auch vom Grabungsfieber angesteckt. Guck mal, was wir gefunden haben. Oh. Bordwerkzeug vielleicht. Sein Einverständnis zur Grabung gibt er gern. Dieses ganze Gelände hier, oder sag ich mal, der Teil des Grundstückes, der ist also voll mit Eisenmaterial. Peter Menges aus Ludwigshafen ist auch ein engagierter Vermisstenforscher. Und er ist Zeitzeuge. Ich gehe dem Geburtsjahrgang 1929 an. Das werde ich 86 Jahre alt. Ich war damals als 14-Jähriger im Zweiten Weltkrieg als Zeitzeuge bei den schweren Luftangriffen auf Ludwigshafen im Jahre 1943 miterlebt. Laumersheim hat allein über 10 Ordner hier. Zwei Brüder meines Vaters sind also auch noch im Krieg vermisst in Russland. Und mein Vater hat das Ganze also auch noch nicht verarbeitet, genauso wie meine Mutter. Dann kommt auch noch dazu die Erzählung meines Großvaters aus der Kriegszeit. So als kleiner Junge hat man auf dem Schoß gesessen. Opa hat dann erzählt von diesen schrecklichen Dingen, die er selbst miterlebt hat. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, da habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, ob das irgendwie bei mir auch ein Trauma hinterlassen hat, dass ich dadurch versuche, jetzt auch ein bisschen aufzuarbeiten. Uwe Benkel hat ein Dutzend Bundeswehrreservisten organisiert, die den Erdaushub durchsuchen sollen.
Auch die Freunde von der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung sind gekommen. Darunter Peter Menges. Grüß dich, mein Großer. Und wie? Grüß dich. Guck mal. Was hast du mit der Grüne? Knochenfragmente. AFN und die örtliche Presse sind vor 8.30 Uhr. Es geht los. Unter dem Mutterboden zunächst nur Betonbrocken. Das ist alles aufgefüllt, der Bodde da, ne? Das war der Trichter und da haben die das. Bauschutt aus der Nachkriegszeit. Munition ist auch das Erste, was an der Grabungsstelle in Laumersheim auftaucht. Und zwar eine ganze Menge. Stange. Was ist das? Eine Bleuelstange. Patronen und Motorenteile beweisen, Uwe Benkel hatte den richtigen Riecher. Unter dem Bauschutt muss der britische Bomber begraben sein. Laumersheim. Experten haben damit begonnen, auf einem Feld nahe dem pfälzischen Ort einen britischen Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg auszugraben. Das Grabungsteam geht davon aus, dass sich auch noch die Leichen von mehreren Besatzungsmitgliedern an Bord des Flugzeugs befinden. 13 Uhr. Stündlich melden die Nachrichten die Bergung. Immer mehr Schaulustige kommen zur Grabungsstelle. Der Flieger, ganz flach, brennend, erleuchtet. Also so ausschaut, als wenn er die in die Scheune neu füllt. Und da ging er dann ganz flach über die Sache weg. Und dann hinten hat es dann einen Schlag gemacht, wo er da unten eine Explosion gegeben hat. Viele Hände durchwühlen inzwischen das Erdreich. Immer mehr Flugzeugteile tauchen auf. Wir sind hier auf einem guten Weg. Wir haben also schon Uniformteile gefunden. Wir haben schon Reste vom Fallschirm, was du hier siehst. Ja, dieses Seide mit dem Vernähten hier und es sieht auch schön die Brandspuren an diesem Teil. Das hier ist ein Teil von der Uniformjacke. Wir können eigentlich belegen, dass hier noch sterbliche Überreste auch mit an Bord sind oder auch waren. Not oil. Oil, nicht ölen. Weitere Maschinenteile tauchen auf, wovon niemand weiß, wofür sie gut waren. Für Uwe Benkel ist jede Grabung eine neue Herausforderung. 16 Uhr. Ich denke, dass das da unten drin steckt, ne? Am Boden der Grube sucht Uwe Benkel nach den Flugzeugmotoren und findet endlich menschliche Knochen. Sieht man also auch, dass es gebrannt hat. Der ist also hier ist der verkohlt. Und das hier, das scheint auch ein Stück von Beckenknochen zu sein. Ja. Wir haben hier eine Stelle gefunden, wo also das menschliche Material immer mehr wird, immer stärker wird. Ich denke mal, wir sind also hier im Cockpit-Bereich genau richtig. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass es also die Überreste der 5-Mann-Besatzung sind, die wir auch hier vermutet haben. Immer mehr Knochen tauchen auf. Viele sind eindeutig identifizierbar. Schienwadebeinknochen, ne? Der Bergungssarg füllt sich schnell. Das können keine Zufallsfunde mehr sein. Es sind die sterblichen Überreste der vermissten Soldaten. Jetzt muss Uwe Benkel die Polizei einschalten. Ich stehe also in Kontakt mit den britischen Militärstreitkräften, weil es eine englische Maschine ist. Und da hieß es, wenn ihr sterbliche Überreste findet, macht ihr das Ganze über Polizei und Staatsanwaltschaft, dass die Überreste halt auch dann ordnungsgemäß übernommen werden können. Deswegen auch jetzt mein erster Anruf bei euch, dass ihr Bescheid wisst darüber. Und wie gesagt, wenn ihr Kapazitäten frei habt, schickt doch einfach jemand vorbei. Jetzt kann Uwe Benkel den Angehörigen der Toten Gewissheit geben und einen Ort zum Trauern. Die Baggerschaufel bleibt plötzlich an etwas Schwerem hängen. Angespannt warten Benkel und die Schaulustigen auf das, was jetzt ans Licht kommen wird. Es ist einer der 4 Motoren der Lancaster, oder besser gesagt, das, was nach 70 Jahren im Boden noch davon ist. Egal. Das ist Grundwasser, was da drin ist. Dann folgen die Motorkolben. Und immer wieder Knochen der Besatzung. Durchgehen die Nervenkanäle durch hier.
Du hast Rügemark? Noch ein Stückchen. Ja, wir haben ein Ergebnis, das wir den Angehörigen präsentieren können. Ja, und wenn, ich meine, gut, es gibt ja Abstürze, da ist ja weitaus weniger da von der Besatzung. Da finden Sie vielleicht mal 3, 4 Knöchelte oder so. Ja, also hier haben wir ja massiv heute gefunden. Und hier ist Tracken, oder? Und sind dran? Um 19.30 Uhr übernimmt die Polizei den Bergungssarg mit den Knochen der Besatzung. Die deutsche Staatsanwaltschaft muss prüfen, ob Anzeichen für ein Verbrechen vorliegen. Erst dann kann das britische Militär die Gebeine von Bone und seinen Kameraden abholen. Da möchte Uwe Benkel auf jeden Fall dabei sein. Als sich die Kofferraumklappe des Polizeiautos schließt, ist für Uwe Benkel die heiße Phase der Grabung beendet. Ja, war mehr rund. Sie schon nichts mehr? Nein. War gestern noch kommt schon? Ja? War nämlich gestern da. Ah, okay. Ist das gut? Warum? Ja. Where is this thing? And the plane came in this way, straight in there. The cockpit section was all the way over here. When we started the recovery, as you saw it in the movie, yeah. First there was rubble, rocks and everything, where they filled up the crater after the war. Backfilled. Yeah. Yes, backfilled, and we had to take everything out so we could reach the cockpit area, the remains of the crew, the remains of the aircraft. Yep. And let's say about 10 square meters, we opened it. Yeah. So when this hole was over there, it was enough to put in a house. What a lot of digging. Did you have a bulldozer? Yes, the backhoe. Ich möchte noch betonen, ich habe bei meiner Recherche, wo ich gehört habe, war ich hier mit einer Zeitzeugin von Lammersheim in Kontakt. Und die hat mir erklärt, wie sie damals, 1945, als war sie Mädchen von 18 Jahren, hat sie hier geholfen, Obst abmachen da. Die Kupfschale in der Astgabel gefunden. Das muss aber dann von den beiden, bei den Erdgern, das muss nicht die gewesen sein. Because this area was full of apple trees. Yeah. We got aerial photographs from 1943, where you see the spot. I don't know if you got copies, if not I can send it to you. I don't think I've seen that. And you can see the crater. Right. From the aircraft was still visible, and when we got this aerial photograph, so it was very easy for us to locate the exact crash site, because there are so many people from the village. They told us different places, different spots. Inevitably, yes. But Peter, you knew where it was when you come on your bike. Did you remember it was here? Du hast genau gewusst, wo die Absturzstelle war, ne? Als ich war damals als 14-Jähriger. You was 14 years old. Stand ich, told you already. Stand ich oben ist die Straße nach Dirmstein. Da war ja noch nicht so nach der Ordnung her, so wie es jetzt ist, war das noch anders. Die Landschaft war noch etwas anders gewesen. Yeah, und dann totally, war das totally hier, da konnte man ja alles, da konnte man ja alles hier einsehen. Ne? Und da war das ganze von der Straße bis darunter war alles verbrannt mit Benzin. Mm-hmm. Da musste schon ziemlich viel Benzin beim Aufschlag verloren haben, denn die Erde war alles schwarz hier. Und from the fuel, was spread all over from the explosion. Das ist das Originalkreuz, wo damals geschwommen wurde, den haben wir da reinsetzen lassen. Der Tegernsee in Oberbayern. Die Royal Air Force lädt zu einer Pressekonferenz. 3 Jahre nach Benkels Grabung. Die Briten haben Rob Ryder, den Verteidigungsattaché ihrer Botschaft, geschickt. Und auch sonst keine Mühen gescheut. Für mich, dass ein deutsches Team die Untersuchung genommen haben, ist, finde ich persönlich ganz hervorragend.
Heutzutage, das ist 70 Jahre nach den Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges, und wir setzen viel auf Erinnerung, auf Gedächtnis, auf Versöhnung zwischen uns und beiden. Heute wird die letzte Seite dieser Geschichte geschrieben. Ich möchte Ihnen danken. Ich wüsste nicht, was sonst zu sagen wäre. Vor der Trauerfeier hat die Air Force ein Zusammentreffen der Angehörigen organisiert. Jetzt darf auch Uwe Benkel dabei sein. Viele Familien begegnen sich hier zum ersten Mal. Alle nutzen die Gelegenheit, ihm persönlich zu danken. Abseits des formellen Programms. Auch David Bone, der Sohn von Alf Bone, den wir auf dem Sterbebett kennengelernt haben. Ich konnte wirklich fühlen, wie erleichtert er war nach all der Ungewissheit der vergangenen 70 Jahre. Er war der letzte der Brüder und hat am längsten gelebt. Es war eine Genugtuung für ihn, lange genug gelebt zu haben, um seinen Bruder zu finden. Dafür noch einmal herzlichen Dank. Thank you very much. Andacht hält ein Pfarrer der Royal Air Force. Er verliest noch einmal die Namen der vor mehr als 7 Jahrzehnten gefallenen Kameraden. Rick Foster, Raymond Rooney, Bruce Watt, Raymond White and William Young. Sie alle teilen sich nun einen Sarg. In ihm liegen die Gebeine, die Uwe Benkel und seine Helfer vor mehr als 3 Jahren im pfälzischen Laumersheim ausgegraben haben. Jede Familie erhält die britische Fahne als Erinnerung. Ja, es wühlt mich auf, ne? Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wiederum ist es auch eine gewisse Genugtuung. Du hast was erreicht, du hast ein Projekt abgeschlossen, du hast dafür gesorgt, dass die Angehörigen jetzt auch die Gewissheit haben. Und das ist für mich dann auch so eine innere Genugtuung, aber das braucht wahrscheinlich doch ein paar Tage, bis sich das Ganze dann auch setzen wird. Ne? Zusammen mit einem Vertreter der Bundeswehrreservisten legt Benkel Blumen ab. Alf Bone, der Bruder von Alex Bone. 91 Jahre ist er inzwischen alt. Sein Krankenzimmer ist gefüllt mit Erinnerungsfotos. Darunter ist auch das seines Bruders. Alf wundert sich, dass ein deutsches Filmteam extra gekommen ist, um sich mit dieser alten Sache zu beschäftigen. Meine Mutter hätte sich gewünscht, bei diesem Interview dabei zu sein. Sie hat nämlich all die Jahre angenommen, dass ihr Sohn Alex irgendwo in der Nordsee verschollen ist. Alf Bone war selbst Flugzeugführer. Seine Crew hat glücklicherweise überlebt. Für Uwe Benkel hat er ganz besondere Worte. Ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen. Aber ich muss sagen, viele Dank. Danke für Ihre wunderbare Arbeit. Wenige Tage nach diesem Interview stirbt Alf Bone. Ich habe ihm praktisch etwas. Ich habe ihm seinen Bruder wieder geschenkt. Ich denke, ich habe ihn damit glücklich gemacht. Das bin ich stolz drauf. Bin ich ganz stolz drauf. Ausstellungen und Vorträge überregional. Mein Kollege Müller hat ja schon eigentlich alles gesagt, was es zu der Ausstellung gibt. Ich selbst freue mich also, dass ich zusammen mit dem Herrn Matthias
das Ganze mehr oder weniger zustande gebracht habe. Er hat also vor einiger Zeit mit mir Kontakt aufgenommen, angefragt, ob ich nicht eventuell hier eine Ausstellung machen würde in Gernsheim. Der Bezug damals war die Bergung des amerikanischen Flugzeugs gewesen in Kromstadt. Und ich habe dann auch spontan zugesagt und heute bin ich also hier, präsentiere die Ausstellung und werde auch etwas über die Arbeit der Aristokratistenforschung sagen. Begrüßen, wie gesagt, möchte ich also auch nochmal die Gäste, die Herr Müller schon begrüßt hat. Ich möchte aber ferner einige meiner Mitstreiter begrüßen, hier ganz herzlich. Das ist erstmal Georg Zimmermann, der sitzt hier, und Frank Lohmann. War damals also auch beide waren sie in Kronstadt dabei gewesen. Der Frank hatte also auch einen schweren Schlaganfall gehabt, ist also wieder am Genesen, Gott sei Dank, er ist hier. Dann der Alexander Schneider aus Stockstadt, dem einen oder anderen von euch oder von Ihnen auch bekannt. Der war also auch federführend hier für die Ausgrabung in Kronstadt gewesen. Und er hat die Teile dieses Flugzeugs, das sich zu Hause eingelagert, die also heute auch in der Ausstellung zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ich heiße Alexander Schneider, wohne in Stockstadt am Rhein, das ist in Hessen. In der Nachbarortschaft Krummstadt habe ich 2009 habe ich eine Flugzeugabsturzstelle gefunden. Ganz klein bisschen von den Sachen bin ich natürlich gerade vorhin gewesen. Da kamen also zwei ganz, ganz liebe Freunde von mir, extra von ganz, ganz weit her angereist, aus dem Sauerland, ist das richtig? Das waren die Tanja und Karl Herberg, ja, die sind also auch schon seit Jahren sehr engen Kontakt auch, ist also eine Freundschaft entstanden durch Facebook sowieso. Und von daher ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr beide heute da seid und das Ganze auch zum ersten Mal live miterleben werdet, eine Ausstellung. Wir kennen es ja bisher nur von Hören sagen oder von Facebook. Laumersheim, dieser Name wird Ihnen vielleicht auch das eine oder andere sagen. Es ist ein kleiner Ort bei Frankenthal. Die Stelle genau lokalisieren mit einer Bodenradaraufnahme, die Sie in der Mitte sehen, und hier ist also sehr schön, und da sind sehr schön die Überreste des Flugzeugs zu erkennen. Haben wir dann uns entschlossen, wir sind hier im Thüringer Wald, um ein abgestütztes Flugzeug zu sichern, das 1944 hier abgestürzt war. Die Teile liegen sehr oberflächlich, man braucht im Moment keinen Bagger. Mehr von René Schütz von der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung Thüringen. Hallo, ich bin René Schütz von der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung Thüringen und wir suchen hier im Thüringer Wald eine U88. Unterstützung unserer Arbeitsgruppe Thüringen. Hallo Kleidung. Das ist Anspruch. Kann sein, ne? Einspritzdüse oder irgendwas. Ja. Oder das eine Dämmung vom Motor ist, ja. Vorträge für unsere englisch sprechenden Zuschauer. My name is Uwe Benkel. I'm the leader of Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. And before I start my presentation, I would like to thank some persons that are very important to me. First of all is Michael Christian. He's the owner of a film production company in Bockenheim, and he covers all our films, our presentations. And also I would like to thank Brigitte B. Küchenkultur in Grünstadt. We are the number one in Europe, and like in America, I got a nickname. I'm called the Bone Collector. And in England, I also got a nickname right now, and it's called The Legend.
So our intention is to close the last page for so many families' history books, which are still open more than 70 years after the end of World War II. Jetzt sind wir bereit, um die Teile des Flugzeuges, das wir ausgegraben haben, in den Anhänger zu verfrachten und nach Hause zu fahren. Das ist unter anderem die verschiedenen Trümmer hier und hier dieses Endstück für die Propelleraufnahme. Natürlich haben wir auch daran gedacht, Aluminium, das hier verstreut lag, mitzunehmen aus Gründen des Umweltschutzes. Ja, Stahlkappe? 94080F. EUS. Guck mal, ich hab Tempo. Okay. Ja, groß war es nicht. Aber laut war es. Nee, wenn man so. Zündkerze, dann liegen hier noch mehr. Da könnten noch mehr liegen. Also, ich bin Leon Zeiser. Ich habe die Einladung vom Uwe bekommen, hierher zu kommen, weil wieder auf den Ausgang zu kommen. Und das sind wir nicht gleich mit meinen Eltern hierher gefahren. Und dokumentiert das jetzt auch für Uwe mit der Kamera. Und ich gesagt, vielleicht möchte ich das als Referat zu halten oder so. Habe ich schon gemacht. Letztes Jahr in der Schule habe ich das als Referat gemacht. Ausgrabung und Archäologie in Verbindung mit Flugzeugen. Ich denke, es wurde gut in der Note gegeben. 1,5 in der Präsentation und 1,0 auf dem Vortrag. Also ich bin André Fischer. Ich bin ein Kollege von Michael. Wir kennen uns aus dem Fitnessstudio und ich bin hier, weil mich das mal interessiert hat. Er hat mir das mal so im Groben gesagt, wie das so ist. Und ich habe mir einfach gedacht, komm, gehst du mal mit, kannst nichts verlieren. Jetzt bin ich hier, sammle ein paar Informationen für ein Schülerreferat, um meine Note zu verbessern und ja. Also ich bin Patrick Baumann, ich bin der Präsident von der Association du Souvenir Aérien de l'Est de la France und komme hier auf diese Arbeitsstelle in Hilfe mit dem Uwe Bengel, denn der Pilot, wo da drin ist, ist ein französischer Pilot. Ich und Uwe Bengel und seine Association sind schon lange Jahre verbunden miteinander und wir helfen uns, er macht was auf deutscher Seite ist und ich mache auf der elsässischen Seite in Frankreich. Ja, ich bin Klaus Deschner, komme aus Walldorf, bei Heidelberg. Und ich bin auch beim Uwe Bengel in der Arbeitsgruppe mit dabei, unterstütze ihn, wo ich das machen kann. Und das Thema ist ein unglaublich interessantes Thema, hat mich auch schon als kleiner Junge sehr interessiert. Tim Freier. Ja, ich bin doof, weil es mich einfach voll interessiert. Ja, es gefällt mir, es interessiert mich halt richtig gut. Mein Name ist Dino Freier, ich bin der Vater von Tim Freier. Und wir sind jetzt das dritte Mal dabei, wir sind auch aus Heldersberg, wo der Herr Bengel herkommt. Und es ist halt sehr interessant, die alten Flugzeuge da auszugraben, überhaupt das Geschichtliche. Ne? Hallo, guten Tag, mein Name ist Mohsen Ahmadi. Ich bin aus Afghanistan und ich bin Fan der Filmproduktion. Ich grüße meine Freunde Arbeitsgruppe Famista Fashion. Ich bedanke mich für Euro. Interkassion und mich.